Wir feiern heute 15 Jahre Airport Campus. Das ist so ein Stück die Drehscheibe zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir haben in den 15 Jahren 4.000 Studierende gehabt, die daran teilgenommen haben. Das ist eine stolze Zahl, auf die wir in der Tat stolz sein können. Wir machen das heute in der Form einer Podiumsdiskussion zu dem Thema Fachkräftesicherung für die Flughafenregion. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Abend hier in die TH Wildau gekommen sind. Wir wollen damit einfach ein Stück Orientierung auch für diese ganze Debatte geben. Und da bin ich drauf gespannt, wie diese unterschiedlichen Sichtweisen sind. Die Zeiten haben sich gedreht. Wo früher Berge von Bewerbungen irgendwo auf dem Tisch lagen, das ist es nicht mehr. Jetzt müssen sich die Unternehmer bei den jungen Menschen und auch bei den Fachkräften und Arbeitskräften bewerben, um die es geht. Junge Menschen wollen im Grunde eine interessante Arbeit nachgehen, die ihnen Spaß macht, wo sie sich verwirklichen können. Sie brauchen Sicherheit. Also Perspektiven, Zukunftsperspektiven, Stetigkeit, auch sich in dem Unternehmen weiterentwickeln zu können. Und sie brauchen eine gesunde Work-Life-Balance. Dazu gehört alles, was wir unter der Begrifflichkeit gute Arbeit zusammenfassen. Das heißt, die Unternehmen müssen ordentlich bezahlen, müssen ordentliches Arbeitsumfeld schaffen, müssen gute Arbeitsbedingungen schaffen. Wir glauben, dass Brandenburg eine sehr, sehr attraktive Wirtschaftsregion inzwischen geworden ist. Das müssen die Unternehmen nach außen auch verkaufen. Das ist ein unglaubliches Thema mit viel Diskussionsstoff. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei allen, die heute hier waren.